Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2. Muss ich zu dir ins Auto steigen, wie du es mir befohlen hast? Denn wir hatten überlegt, alle Punkte und so erstmal zu machen. Ihr gesagt, ich hatte das überlegt, ihr hattet damit ja weniger zu tun. Konntet das ja nicht mal beeinflussen. Aber wir haben hier unten jetzt dieses schöne Gebiet und ich habe mir wirklich überlegt, hier so ein bisschen Chaos zu veranstalten. Also hier so dieses Gebiet, diese Folge schön unsicher zu machen. Wir werden zwar wahrscheinlich nicht so viel schaffen, wir werden mal hier oben bei dem Antennenkomplex anfangen. Oder generell, ich schätze mal, ja, erstmal die Militäranlagen. Dann können die sich ja laut dem, was ich nun im Internet aufgetrieben habe, über die Funkkacke wohl nicht mehr so gut. Oh, jetzt bin ich schon eingestiegen. Naja, kommunizieren. Hartweg mit dem Drecksding, das ist voll der Schrott. Aber es gibt ja auch keine Helis oder so. Okay, ich suche mir was. Hier wird ja auch irgendwo was sein. Das ist ja jetzt wenigstens ein bisschen interessanter als das Gesuche von Wegpointen beim, oh scheiße, das ging nicht so gut wie das Gesuche von Wegpunkten beim letzten Mal. Das war echt scheiße langweilig. Und wir fliegen irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Ich will eigentlich irgendwo hin, wo was los ist. Irgendwie so, ja. Ne? Ich meine, da unten war doch was. Genau, da hatten wir auch letztes Mal für Chaos gesorgt. Aber leider habe ich momentan immer noch nicht alle Parts vom letzten Mal, vom letzten Wochenende hochgeladen. Irgendwie bin ich sowas von am Hinterherhängen. Die ganzen Parts. Ich zock einfach zu viel. Ich kann noch ein Stückchen runter, ja. Oh. Ja, okay. Sollte. Wow, wir stürzen schnell in die Tiefe. Oh, wir könnten uns noch retten. Ich hoffe mal, dass bei der Militäranlage hier auch irgendwas ist. War hier denn wirklich nur Scheiße? Scheint fast so, nur Scheiße. Keine Flugzeuge, keine Helis. Wir haben Sichtkontakt, bitte Verstärkung! Aber Sichtkontakt haben sie ja, das ist ja... Er hat keine Deckung! Das ist schon mal nützlich für die, die haben Sichtkontakt. Güte, hier muss doch irgendwas geben, wo ich ja, okay. Nehmen wir den. Das kann auch komplett Gebirge im Weg ist. Scheißegal. Wir kommen schon durch. Ich meine, ich kletter jetzt erstmal hier so ein bisschen. Klettern. Ich gehe jetzt erstmal schön hier so ein bisschen durch die Gegend. Das sollte ja auch schon eine Menge bringen. Und da unten ein Mofa-Motorrad. Mofa-Rad. Wo ist es hin? Ist weg. Das finde ich aber nicht so toll. Ja, okay. Ich will das Auto mit dem Kaputtscheinwerfer. Wie auch immer. Da steht sogar Express drauf. Aber
hier gibt es irgendwie gar kein Navi. Navigation los. Ja, sonst hilft das Navi immer jetzt nicht. Naja. Fahren wir einfach Freischnauze. Jetzt habe ich sogar schon die Motorräder. Das ist schon ziemlich cool. Obwohl es cool ist. Für die ist sicherlich nicht cool. Aber für uns. Also langsam komme ich sogar mit diesen Karren irgendwie klar. Das ist zwar jetzt nicht so. Das war nur 4. Das hat wohl eine schöne Zeit gedauert, aber mittlerweile kann ich die Dinger wenigstens halbwegs fahren. Wow. Okay, ich wiederhole, ich kann sie doch nicht fahren. Aber ich bin nächstes wieder so gelandet, dass ich fahren kann. Also für ich etwas. Wir haben uns sagen. Wir haben ein Dachloch. Oh. Oh Gott. Das muss doch jetzt schon wieder jede Menge Sachschaden sein. Und noch ein bisschen Baum. Der Umwelt müssen wir auch ein bisschen schaden. Wow, 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 wow. Straßenkills. Wir haben hier Feindaktivität. Schickt alle verfügbaren Einheiten. Ja, man merkt, was sie schicken. Alles. Schicken. Wow. Das ist doch mal cool. Der hat gerade zermanscht wurde. Wow. Wow. Na, er ist doch von dem Bullen. Ja, danke. Ja, Frauensteuer. Nichts gegen Frauen. Aber das musst du gerade sein. Wow. Ja. Ob es dem jetzt auch genauso schlecht geht wie mir? Nee, dem geht es nicht so schlecht. Geht's besser? Ja, guck, ich hab mir neues geklaut. Das vor euch wurde. Ja, und das Gute daran, dass wir jetzt alles auf der Karte haben, ist, glaube ich, dass hier immer die Leute zur Hilfe kommen. Das ist jetzt überall, weil die überall am Rumfahren sind und das fast überall merken, wenn wir ein Problem haben. Na toll, mein Motorrad fliegt gerade weg. Hoffentlich explodiert es auch oder fällt ins Wasser. Na toll. Super. Lass los. Ja, mit dem Motorrad. Ja, was mache ich damit wohl? Ich fahre damit. Schon sind wir wieder weiter. Ja, dann mehr kommen wir sowieso nicht hoch. Ich wollte gerade hier so ein bisschen Offroad fahren machen. Das hat irgendwie keinen Sinn. Obwohl hier, vielleicht können wir ein bisschen was abkürzen. Ein ganz klein bisschen Fahrstrecke. Geht. Was zur Hölle? Jetzt bin ich hier wieder vom Motorrad gefallen aus unerklärlichen Gründen. Und runter vom Berg und weiter geht's. Ja. Oh Gott. Ich habe mich beleidigt in ihrem Auto, deswegen nehme ich das hier jetzt ab. Nein, jetzt bin ich nicht mehr auf dem Dach, jetzt bin ich schon drin. Oh. Ja,
Jetzt haben wir nicht diese scheiße Station, ist wirklich mitten oben auf dem Berg. Das wäre ultra beschissen. Ja, der fährt genauso wie ich, außer der bremst. Ich würde jetzt auch gerne so ein Motorrad fahren. Ich bin schlau. Ja, ich bin sehr schlau. Fällt mir aber gerade erst ein, ihr werdet euch wahrscheinlich schon 10-mal in die Birne gepackt haben. Bis ich da oben angekommen bin, ne? Ich hätte sowieso den Berg hoch laufen müssen. Da wären wir! Danke, dass Sie mit Ihren Schelden geflogen sind! Danke, und wir kommen. Feind gesichtet! Alle verfügbaren Einheiten vorrücken! Ja, eigentlich will ich gar kein Flugzeug haben, sondern eher so Hubschrauber. Jetzt habe ich halt erstmal ein Flugzeug. Starte Rakete! Ja, starten wir Rakete. Ich habe das Flugzeug gerade voll geliefert. Da sind hier die Hies. Kernel ist da auch. Okay, was heißt das? Wir steuern den Kernel an, ne? Und kurz bevor wir aufkommen, springen wir raus. Hey, Sie, halt! Feind geortet! Angriff! Angriff! Keine Helis. Ja, jetzt hier scheiße, aber so ziemlich. Hey, das ist doch jetzt echt mal scheiße. Jetzt haben wir uns extra hier hochgekämpft auf diesen Berg und sind da keine Helis, ja, gekämpft, wie ich das anhört, wir sind hochgeflogen haben, Heli wurden geflogen. Ich gehe rein. Palme, verhelf uns den. Wow, wow, ein Riesenflugzeug. Das nicht zu den einzigartigen gehört. Hier, erst hier! Da! Da bin ich! Starterrakete! Das Ding sieht aber übergeil aus. So ein Ding haben wir auf keinen Fall schon mal gehabt. Auf keinen Fall. Rakete hat Ziel erfasst! Das ist auf jeden Fall einzigartig. Schwester, hier. Nicht wie dieses Monstrum vom Flugzeug heißt. Hier stand irgendwas von Bären. Wahrscheinlich so eine Boeing-Verarsche sein.
so eine Boeing für Arme. Ja, wählen wir den an, vielleicht ist da eh die. Den Ding hier kann man ja garantiert einen turbulenten Absturz machen. Aber garantiert, das Ding sieht ja schon aus wie zum Abstürzen prädestiniert. Das sieht nicht nach irgendwie so aus. Das sah mir eher nach Antennenstützpunkt aus. Das ist doch hier voll scheiße. Haben wir den hier? Ich wollte nach da hinten. Also will ich jetzt da hinten diesen Hafen ansteuern. Hafen. Ich weiß meine Grammatik. Und voll aus. Bevor das nicht mal ein bisschen cool eigentlich nur Wasser fliegen ist, nicht schön da. Ist schon ein bisschen. Wow. Ja, man kriegt leicht das Ding zum Versinken. Und dann geht man auch leicht kaputt und wacht leicht wieder woanders auf, wo man gar nicht sein wollte. Toll. Okay. Ich euch nicht nochmal an. Ich bin Starter. Was? Ich brauche eine Exfiltration nach da. Da muss es doch einen Hubschrauber geben, auch wenn es ein Hafen ist. Da wären wir. Ja, lass mich Danke, raus. Also es gibt auf jeden Fall schon mal einen Kolonel und einen Hubschrauber gibt's auch. Du Vollidiot! Ja, ich verstecke mich immer so ein bisschen neben dem Ding. Ja, den hätte ich eigentlich auch sehen können. Rakete gestartet! Jetzt flieg doch endlich! Oh, du fliegst immer. Das ist mir zu blöd hier. Wieso sind denn die heute alle so böse drauf? Was ist denn da heute mit den ganzen NPCs los? Kann doch nicht angehen, dass die heute alle drauf sind, wie was weiß ich wer. Welch verkackte Flak hat mich da eigentlich eben getroffen? Ich sehe aus der Richtung nirgends eine Flak. Ah, da unten. Hier ist sie. Ja, das war dann mal die Flugabwehr, ne? Er ist verletzt! Töte ihn! Wow! Schon wieder gestorben. Also heute ist anscheinend nicht so der große Tag. Warum auch immer.
Ich habe bestimmt nur nicht die Konzentration bei mir, wie ich sie sonst bei mir habe. Hey, hier rein, Scorpio! Könnte ich denn etwas anderes machen, außer diesen ganzen langweiligen, für euch sowieso beschissenen Scheiß? Ja, kann ich, da unten sind Missionen. Datenautobahn. Ja, warum bin ich nicht direkt auf solche coolen Ideen gekommen? Fragt wen anders. Gibt es dort etwas Tolles, wo ich mich dran orientieren kann, wo ich landen kann? Nö, kann ich nicht. Das ist doch perfekt. Ich könnte da zum Seabui-Sägewerk, das wir ja zuletzt mal angegriffen haben und wo die garantiert nett auf uns reagieren würden. Ich werde einfach mal wieder das Lieblingsgerät kaufen. Ja, die schlagen langsam in unser Budget Löcher ein, aber... Sei vorsichtig damit! Sonst... Wo ist er? Warum? Ist der falsch rum? Jetzt kann ich erstmal hier den LKW aus dem Weg parken. Haben wir es wenigstens geschafft, dass der LKW nicht da ist. Wow. Wow, wir sind mal wieder irgendwo hingeflogen. Oh Gott. Okay, jetzt will ich eine Sache haben. Wenn er jetzt wieder in die falsche Richtung steht, will ich so. Ich schwöre dir, wenn ich dich demnächst irgendwie, wenn du jetzt wieder falsch rum hinstellst, ne? Und ich treffe dich. Ah, geht doch. Richtig rum. Richtig rum sogar der Ganze. Richtig rum. Oh Gott. Gib doch nicht direkt vollen Schub, du dummer Idiot. So ein Rückschub oder so. Toll, gibt's nicht. Toll, wir klemmen glaube ich an einem Kanalrohr fest. Oh Gott, wo ist der Fängling? Dieses LKWchen. Eine Ausfahrt früher, glaube ich. Ha. Jetzt benutzen wir unser Enterhaken-Ding und dann ziehen wir den einfach mal raus. Ist ja heute schon so. Ja, Leute, das ist heute so das beschissenste, was wir je gemacht haben. Hallo, anknüpfen und dann... Okay, dann knüpft da an. Verknüpft das mit dem und dann einsteigen und dann losfahren. Okay, wie so ein Hangar, wie so ein Hangar schieben. Okay. Es steht wieder vorwärts und
einsteigen? Ja, gut. Wir stehen hier vorsichtig aus manövrieren. Das ist ein geeignetes Stück, was ich jetzt geeignet habe. Starte ich nur durch und freue mich, wenn ich hier weg bin. Geht doch. Ja, das war doch mal die perfekte Anleitung. Wie komme ich von dem beschissenen Teil weg? Aber wo wollten wir denn eigentlich hin? Wir wollten doch dahin. Mit diesem super tollen Flugzeug hier. Was wir jetzt zweimal gekauft haben, das einmal explodiert ist und einmal abgeschleppt worden ist. Oder abgeschleppt worden musste. Abgeschleppt werden musste. Wow. Das Ding lässt sich langsam nach dem ganzen Getune aber nicht mehr so einfach steuern. Naja. Was haben wir denn da? Eine Station, die ich schon beim letzten Mal erkundet hatte. Glaube ich jedenfalls. Ja, haben wir. Komm, Flugzeug, viel schneller. So ein bisschen ist da bestimmt drin. Wir wollen die Leute ja auch nicht langweilen. Deswegen flieg ich mal so ein bisschen tiefer. Immer den leuchtenden Sachen hinterher. Da sind überall Flüsse und Brücken und Städtchen. Militäranlagen. Wiese dort. Ach nee, ich fliege lieber nicht darüber. Bei meinem Glück werden wir wieder abgeschossen und können wieder von neu anfangen. Das hier ist das besagte Sägewerk. Oh, da lag ich sogar mal richtig. Und wir haben nur so ein kleines Stückchen Platz, um zu landen. Gott, das ist ja furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich bin noch nie auf dem Wasser gelandet. Ich meine, ich kann es mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es klappt. Ich weiß auch nicht, ob wir so offen Land oder so. So voll kurz landen können. Wir hätten es nicht gekonnt. Es wäre ja eigentlich cool, wenn so eine Funktion von Far Cry 2 drin wäre, in der Engine zum Beispiel, dass Wälder und so brennen würden. Die verbrennen zwar nicht komplett in Far Cry, aber man kann das jedes Mal so als Taktik gegen die Gegner einsetzen. Dass wenn man so eine Maschine in den Wald lenkt, dass der anfängt so ein bisschen zu brennen. Das wäre schon cool. Hören Sie zu! Die Banden-Taskforce der Polizei hackt da irgendwas aus. Wir müssen unbedingt wissen, was. Ich habe Informationen, dass der verantwortliche Offizier mit den Plänen zu seinem Vorgesetzten unterwegs ist. Finden Sie diese Pläne. Okay. Datenautobahn. Passen Sie auf, mein Freund. Sie sind sicher schwer bewacht. Schnappen Sie sich die Daten und verschwinden Sie. Oh Gott, da fahren die in die falsche Richtung. Das ist ja illegal hoch 10. Wow, bist du verrückt, Alter. Der hat mitten auf die Straße gewendet. Hier scheint anscheinend nichts im Weg zu sein. Alle machen gerne für ihn Platz. Nicht so für uns macht hier keiner Platz. Schnell! Springen Sie auf sein Fahrzeug! Ja, meine Güte.
Teufel! Wachen! Erledigt diesen Idioten! Ja, wie oft noch? Und wir haben ein Auto mit einem Offizier und... ja wieder eine dieser voll spannenden Missionen. Ich kann wetten, ich darf ihn gleich entsorgen oder so. Scheiße, wir stellen sie wirklich mal an, was sie machen wollen. So 2 Minuten Beschuss, 20 Sekunden. Und damit. Das war's tatsächlich schon. Okay, das war jetzt ein bisschen lächerlich. Okay. Was haben wir noch? Offensivaktion, ja, das wird schon cool. Fünf Kilometer entfernt, kann ich gar nicht glauben. Der Landkarte sah es noch ein bisschen weniger aus. Ach ja. So fliegen wir durch das schöne Rayang Delta oder wie es heißt. Wo ganz viele Drogen liegen. Artefakte. Okay, ich gehe runter. Das lasse ich mir nicht entgehen hier. Drogen, Artefakte und Schädel oder so. Ach, das sind wirklich Drogen. Drogenabwurf. Ist das in dem Wasser bestimmt eine Schwarzkiste? Ja, und... ich wusste es doch. Ich wusste doch, dass das eine Schwarzkiste sein soll. Was sonst könnte uns hier rumliegen? Hm? Gar nichts, weil es hier nichts anderes gibt als Schwarzkisten. Schädel und weiß ich nicht, all für einen Scheiß. Ja, Schädel. Und weiter geht's ins Land der Heiligen, was weiß ich wohin. Wir haben einen der Schädel unserer Ahnen gefunden. Gehen Sie vorsichtig damit um. Er ist von einer mächtigen Magie beseelt. Immer nur dasselbe sagt, irgendwie mit seiner mächtigen Magie. Ja komm, nächster Baum. Immer schnell zum nächsten. Irgendwie gelingt mir diese Technik nicht so 100%. Und wir fliegen über eine epische Schlucht hinweg. Da unten ist das komische Drogental, das wir doch für diese Vollidioten erkämpft haben. Ja. Für mich heißt das nicht so viel Komplex oder so, sondern Drogental. Da unten blüht der Hanf. Wir sind gerade in eine militärische Zone eingedrungen. Warum auch immer wir das gemacht haben.
Nein, wir fallen. Na toll. Aber wir nähern uns. Ist ja noch voll weit weg. Wir fliegen viel zu hoch, um uns schnell zu bewegen. Das ist ja richtig scheiße. Ja, weiter geht's. Müssen diese scheiß Missionen immer so weit auseinander sein. Oh toll. Wir können schweben. Bis zum anderen Ende dieser Einbuchtung oder dieser Bucht. Na toll. Hoffentlich kommen wir noch weit genug, um uns mit dem Entaken irgendwie noch schnell irgendwo hinzuziehen. Ich hasse Schwimmen. Ja, wir haben Glück. Zwar haben wir nicht sehr viel Glück, aber etwas. Das verhilft uns ja auch schon ein bisschen was weiter. Schon wieder eine Bucht, aber zum Glück fallen wir da ja nicht rein. Beschwerden, warum ich denn das Spiel hundertprozentig machen würde. Es reicht doch, wenn ich die Story machen würde. Das wäre ja viel spannender. Ich habe mir ganz ehrlich überlegt, warum mache ich diese ganze 100% Sache. Eigentlich habe ich mir gedacht, das kommt bei mir schon ein bisschen besser an. Ich leide unter einem wachsenden Geschwür. Ehrlose Soldaten haben diese schreckliche Seuche erschaffen. Zerstören Sie unbedingt Ihre Basis. Das würde meine Krankheit sicher heilen. Okay. Für Leute, die kein Mafiosisch können, er leidet unter einem Armeestützpunkt, also ein Geschwür. Auf seinem Land. Na toll. Was machst du? Ist hier ein Fallschirmfall, der hat doch einen Nachschaden. Okay, das hörte sich nett an. Zerstören Sie die Silos. Wie stellt er sich das immer vor? Gibt's einen Helikopter? Das wäre toll. Dann könnte ich nämlich hier einfach mal so flummen, drüber wegfliegen und dann. Gib mir das Gewehr her.
Na toll, das ist leer. Gib mir die MPs her, die sind halbwegs voll. Rufe deinen Kollegen an und wie kann ich dir helfen? Ja, indem du die Schnauze hältst für einen Moment. Upgraden. Ich hätte gerne mal ein paar davon. Sei vorsichtig damit! Entschuldigung, es gab gerade eine kleine Unterbrechung. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Tut mir sehr leid. Hallo, raus mit den Waffen. Während die Flammen noch lodern, erfreue ich mich am Zorn der Regierung. Oh, es gibt Kampfflugzeuge. Komm, gib mir direkt MPs, ich guck mal, was ich machen kann. Okay, nur noch eine! Okay, das war's. Und jetzt ist das Gespür weg und mein Geist kann endlich ruhen. Ja, wir haben's geschafft. Wir bluten zwar wie ein Schwein, aber... wir haben es geschafft. Und wo ist die nächste Mission? Da unten. Panay oben ohne, ja, das hört sich noch verführerisch an. Okay, und das hörte sich gerade schwul von meiner Seite aus an. Ach jetzt Leute, geht mir hier nicht wieder auf die Eier mit eurem Scheiß rumgeballer, ey. Trefft doch sowieso nur die Szene. Flugzeug, entstehe mitten auf der Landebahn. Warum entstehen die Dampfflugzeuge, wenn ich welche brauche? Danke. Nein, ich will nicht mehr, aber ich brauche Flugzeug, Leute. Ihr seid Flughafen. Also her mit dem Flugzeug. Nein, jetzt nicht. Okay, ihr Penner.
Wenn ihr Krieg wollt, dann kriegt ihr Krieg. Oh, beschwert euch nicht bei mir, wenn ihr immer den Krieg verliert. Jetzt verpiss dich mal, du scheiß Gegenballerei. Ich glaube, das mit der 100% noch Aktion, das lässt sich wirklich über sein. Ich glaube, das ist so ziemlich fast unmöglich. Wow, ich werde es jetzt nicht versuchen, mit dem Weg zu landen. Weil ich anscheinend weiß, dass es nicht klappt. Ja, seht ihr, es ist schon wieder von alleine vor dem Berg geflogen und zerschellt. Und das nächste. Meine Geschäfte auf dem Selatan-Archipel sind am Arsch. Genau wie ich. Warum? Wegen einer kürzlich errichteten Statue von Baby Panay. Nur weil sie dort steht, verlieren die Leute ihr Interesse an Prostitution, Drogen und Glücksspiel. Sie verstehen, warum die Statue weg muss, ja? Wenn Sie sie umgeworfen haben, bringen Sie den Kopf zu meinem treuen Captain in der Gegend. Vielleicht will er ihn sich ja in den Garten stellen. Oh nein, nicht schon wieder so eine Scheißmission. Nein. Ich brauche Werkzeug, Leute. Ich brauche Werkzeug. Ich bin Starter. Was braucht... Auf jeden Fall braucht Sturmgewehr, Leute. Jetzt geht da gar nichts. Sei vorsichtig damit! Das war ein komplett volles Bruchstab. Brauche ich hier Handgranaten oder Sprengstoff? Ein Heli brauche ich auch, den haben die mir geliefert. Will keiner mehr hier unten einkaufen, weil da oben jetzt die scheiß Statue rumgammelt. Ist das nicht wirklich mal schlau gedacht? Mir fällt gerade auf, dass ich etwas noch vergessen habe. Wie kann ich dir helfen? Immer noch, indem du die Klappe hältst.
Ich habe die MP noch kein einziges Mal abgegradet. Und das Geld schwindet wieder dahin, Leute. Sei vorsichtig damit! Ja, verzieh dich. Zwei Nachladen und Spalle. Darum geht's halt. Schick Verstärkung! Eine hässliche Statue. Auf den Boden! Sammeln! Scheint einfacher zu werden als der Scheiß sammelt in der Stadt. Aber warum bloß, ne? Perfekt gefallen. Legen Sie den Kopf jetzt meinem Capo. Er weiß die Geste sicher zu schätzen. Ist der Kopf? Ja, ich hab den Kopf. Zu diesem komischen Übergabepunkt dahin. Auch wenn das ein bisschen bescheuert aussieht. Und ich glaube, das wird auch gleich eine unsanfte Landung werden. Mit dem Kopf da dran. Aber naja. Leute, ich bemerke gerade, ich werde verfolgt. Wir können ja sowieso mal anfangen. Oh, der Kopf überholt uns. Werden wir es schaffen, rechtzeitig da zu sein? Ich könnte jetzt gemein sein, genau wie die Leute aus diesen komischen Scheißfilm und sagen, sehen Sie in der nächsten Folge, aber so bin ich nicht. Jetzt kann sich mein Körper Tag für Tag am Anblick des enthaupteten Panne ergötzen. Was soll das? Ich wollte schon sagen, Sie verlassen den Missionsbereich. Das war auch der Missionsbereich. Dann versuchen wir mal während unserer... Hallo, ich will das Navi. Ich wollte schon sagen, eine gibt es noch Presseverbot. Ja, das hört sich doch gut an. Schweben wir doch mal so eine Runde in den Wald. Und so. Sinkflug. Schnell kommt der uns nicht hinterher, wie wir hier gerade durch die Gegend düsen. Mit diesem Heli hier. Der verliert schon das Interesse langsam. Colonel Rakyat. Wir nennen sie nicht direkt Raclette. Ist zwar nicht von alleine gelandet, aber wir leben noch und das ist gut. Colonel Raclette werden wir gleich töten. Oder auch nicht. Die Täuschungen der sogenannten freien Presse.
die Presse ist keineswegs frei, sondern verdammt teuer. Und manchmal ist sie nicht einmal käuflich. Dieser verfluchte Reporter aus Singapur zum Beispiel, er berichtet über die Korruption in Panau. Nachdem er mein Geld nicht wollte, muss er leider sterben. Verabreichen Sie das Gegengift, Scorpio. Ja, der komische Typ scheint ja hier irgendwo auf dem Boot zu sein. Journalist 1,4 Kilometer. Ja, der sich uns oder mehr nur wir uns ihn. Schon auf dem Weg. Ich sehe zwar noch nichts, weil er hinter der Klippe ist, aber jetzt habe ich ihn gerade erfasst. Wir haben Kampfhandlung in diesem Sektor. Ohne Verzögerung. Sofort eingreifen. Stirbt sowieso gleich. Ich bin zufrieden, Scorpio. Das Gegengift hat gewirkt. Ich bin wieder wohlauf und die freie Presse von Singapur hat eine wichtige Lektion gelernt. Ja, ne? Freie Presse von Singapur weiß, dass sie nicht so frei ist, wie sie denkt. Ja. Ich will jetzt da vorne an Land gehen und dann meine Uhr sagt mir gerade, ich habe meine Stunde oder so schon voll. Zeit Content, was mir so viel sagt wie ja, Zeit Content für heute ist erfüllt. Und ich habe noch sowieso ziemlich viel zu rendern und hochzuladen, Leute. Was so viel heißt wie... Es tut mir leid, dass es nicht länger wird. Aber bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Ciao, euer Sorse.